Hallo Anna. Hi Lukas. Hast du die Hausaufgaben in Englisch verstanden? Ja, ich glaube schon. Also ich hatte überhaupt keinen Plan. Hoffentlich nimmt mich der Lehrer heute nicht dran. Hast du denn die Vokabeln gelernt? Wir schreiben heute einen Vokabeltest. Oh Mann, das habe ich total vergessen. Ich bin geliefert. Puh. Der Bus kommt. Hi Mila. Hi Anna. Hey Gregor, ja, fang! Hey, kann ich bei dir die Hausaufgaben abschreiben? Das schaffst du doch gar nicht mehr. Unser Lehrer kommt jeden Moment. Außerdem weiß ich nicht, ob ich es richtig gemacht habe. Egal, dann habe ich wenigstens etwas auf dem Zettel stehen. Na warte! Daneben, du wirfst ja wie ein Mädchen. Psst, der Lehrer kommt. Guten Morgen, 5b. Guten Morgen, Herr Meier. So, ihr bekommt eine neue Mitschülerin. Das ist Conny. Seid bitte nett zu Conny und nehmt sie in eure Klassengemeinschaft auf. Wie sieht die denn aus? Guck dir mal ihre Klamotten an. Und hier vorne ist ein freier Platz für dich, Conny. Nein, das ist der Platz von Moritz. Er ist heute krank. Justus, das interessiert mich jetzt nicht. Na toll, auch das noch. Bild dir bloß nicht ein, dass du hier sitzen bleiben kannst. Hast du keine Stimme oder was? Klar habe ich eine Stimme. Dann sprich gefälligst nie wieder mit mir. 20 Minuten später. Tschüss, Kinder, bis morgen. Guck dir mal ihre Schuhe an, total hässlich. Wo hat sie die denn her? Vielleicht von ihrer Oma. Justus, Lukas, ihr beiden seid wohl ganz coole Kerle, was? Was haben wir denn gemacht? Oh, das wisst ihr ganz genau. Ihr bekommt von mir eine Verwarnung. Bei der zweiten geht ihr direkt zum Direktor. Und es gibt einen Elternbrief. Habt ihr mich verstanden? Mobbing wird an unserer Schule nicht toleriert. Ja, Herr Meier. Was soll das? Hast du was gesagt? Ja, ich stand da. Jetzt stehe ich hier. Geh mir aus den Augen. Deinen Anblick kann ich echt nicht ertragen. Mit deinen roten Haaren siehst du aus wie Pippi Langstrumpf. Was habe ich dir eigentlich getan? Du bist so gemein. Oh, jetzt heult sie wie ein Baby. Lauf doch zu Mami. Hey, mach mal die Tür auf. Was hat Justus da eben gesagt? Ach, der war total gemein zu mir. Ich habe ihm doch überhaupt nichts getan. Das musst du unserem Vertrauenslehrer erzählen. Das bringt doch nichts. Ich habe schon so viele Schulen gewechselt, weil wir wegen der Arbeit von meinem Vater ständig umziehen müssen. Und immer kommen so doofe Jungs und hacken auf einem rum. Die Vertrauenslehrer können doch sowieso nichts machen. Aber wenn du ihnen gar nichts sagst, wissen sie nichts davon und können dir auch nicht helfen. Ich weiß nicht. Na, wie war dein Tag, Conny? Ganz okay, wie immer eigentlich. Hast du denn schon eine Freundin gefunden? Ein Mädchen hat sich kurz mit mir unterhalten. Sie war ganz nett. Ich glaube, die hieß Anna. Das ist doch schön. Und wie war es sonst so? Ganz okay. Ich muss jetzt meine Hausaufgaben machen. Hey, Anna, willst du mit mir spielen? Jetzt nicht, Greta. Warum denn nicht? Ich habe jetzt gerade keine Lust, Greta. Hast du was? Du bist so traurig. Ach, in der Schule war es heute nicht ganz so schön. Warum denn nicht? Musstest du viel lernen? Das ist es nicht, Greta. Da gehe ich jetzt halt alleine spielen. Aber vielleicht hast du später Lust, mit mir Memory zu spielen. Du, Mama? Ja, Greta? Kannst du mal mit Anna sprechen? Warum denn? Es geht ihr nicht gut. Sie wollte mir nicht sagen, warum. Okay, mach ich sofort, Greta. Hey, Anna. Ja? Greta sagt, dass es dir nicht gut geht. Was hast du denn? Hat dich jemand in der Schule geärgert? Mich nicht, aber jemand anders. Komm mal her, nun erzähl schon. Wir haben ein neues Mädchen in der Klasse und ein paar Jungs sind richtig fies zu ihr. So richtig, Mama. Sie hat sogar auf die Mädchenklo geweint. Oh Mann, das ist so gemein, dass sowas immer wieder passiert. Bringen die Eltern ihren Kindern denn nichts bei? Wie kann ich ihr denn helfen, Mama? Wenn ich mich einmische, habe ich Angst, dass sie mich dann auch ärgern. Das verstehe ich, Anna. Aber einfach wegschauen ist nicht der richtige Weg. Sprich mit dem Mädchen. Sie muss mit deinem Vertrauenslehrer sprechen. Ja, okay. Ich versuch's. Da kommt sie. Na du, mit deinen ollen Tretern kannst dir wohl nichts Neues kaufen, was? Lasst mich vorbei. Och nö.
Lasst mich einfach in Ruhe. Oh, weinen wir gleich wieder. Hört auf damit, ich habe euch doch gar nichts getan. Hey, lasst sie sofort in Ruhe oder ich rufe einen Lehrer. Petze, was willst du denn? Willst du auch zum Außenseiter werden? Lass sie sofort in Ruhe, habe ich gesagt. Hey, komm, lass uns gehen. Danke, Anna. Und jetzt gehen wir zusammen zum Vertrauenslehrer und erzählen ihm alles. Ich habe alles beobachtet und werde das dem Lehrer sagen. Mobbing geht echt gar nicht. 10 Minuten später. Kinder erzählen ganze Geschichte Vertrauenslehrer. Etwas später beim Direktor. Jetzt gibt es richtig Ärger. Das ist für euch die letzte Verwarnung. Noch so eine Geschichte und ihr fliegt von der Schule. Oi, oi, oi. Noch etwas später in Klasse. Heute will ich mit euch über das Thema Mobbing sprechen. Mobbing ist das allerletzte. Das ist gemein und feige. Ihr müsst euch nicht alle gegenseitig mögen, aber respektieren sollt ihr euch. Jeder Mensch hat Gefühle, die mit solchen gemeinen Aktionen verletzt werden. Mobbing ist kein Spaß und auch kein Scherz. Lasst es einfach sein. Niemand von euch will selber so behandelt werden. Stellt euch vor, ihr seid der Mensch, der gemobbt wird. Ihr würdet heulen. Es ist schrecklich. Also tut es auch nicht mit anderen. Wenn dir so etwas passiert, rede mit deinen Eltern darüber oder mit einem Lehrer. Hol dir Hilfe und versteck dich nicht. Wenn ihr Mobbing beobachtet, helft demjenigen und redet mit einem Lehrer. Lasst Mobbing nicht einfach passieren. Geht nicht weg. Mobbing hat niemand, aber auch wirklich niemand verdient. Stoppt Mobbing an eurer Schule. Ich finde Mobbing total doof. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr uns abonnieren. Aber wenn nicht, dann nicht. Bruder muss los. Tschüss.